wollte das Thema Rodderfahren nochmal ansprechen. Denn leider ist das noch sehr viel belächelt. Aber kurz mal Gas geben. So, also es wird leider heute ein bisschen windig werden. Entschuldigung. Denn ich habe mein Windschutz vom Helmmikro verloren. Aber egal. Also, ich hatte ja mal ein Video gebracht, vor 2-3 Wochen oder 4 Wochen, keine Ahnung. Das hieß Rollerfahren ist geil. Und da hatte ich, das war das Bild von meinem, so bei Sonnenuntergang irgendwo am See. 1700 Views ungefähr. Geht so. Naja, auf jeden Fall, da haben sich ein paar Rollerfahrer gemeldet. Klar, die finden es geil. Und gerade gestern, glaube ich, kam ein Kommentar, oder jetzt, wenn ihr das seht, vielleicht vor 2 Wochen, einer Woche, keine Ahnung, ist ja egal. Ja, für alle, die nicht Motorrad fahren können, ist Rollerfahren geil. Und da muss ich mal was zu sagen. Also, die arroganten Leute, die sich so eine Kommentare zusammenschreiben, ja, und posten, ihr müsst mal überlegen, dass nicht jeder kann Motorrad fahren. Ne? Es gibt halt auch Menschen, die haben teilweise vielleicht eine Behinderung. Vielleicht haben sie irgendwas mit der Hand oder mit dem linken Fuß oder wie auch immer, mit dem rechten Fuß. Und man sollte mal nicht einfach nur blödes Zeug daher schreiben, ne? Das ist eins. Dann Punkt 2 ist, wenn man von Roller spricht, spricht man nicht automatisch von einem 50er. Ja? Oder einem 125er. Denn es gibt auch Teile wie die Dinger hier. Ja? Was ist da denn für ein Passagier unterbaut? Hallo? Geh mal da weg, du darfst hier nicht mitfahren. Und hier haben wir am Start einen BMW C650 Sport, der 60 PS am Tag legt, 180 Spitze fährt, also Tacho geht bis 180, das Ding fährt auch 180. Ja? Und teilweise Sportwagen, Hotzeit sowieso, aber Sportwagen hinter sich lassen kann, ne, am Ampelstart. Denn das Geile an so einem Maxi-Roller oder so einem Sportroller, wie das Ding ist, der hat halt Leistung wie ein Motorrad. Leistung wie ein großes Motorrad sogar. Ja, oder ein mittelgroßes Motorrad. Denn der hat hier 650 Kubik. Ja, 650, 647. Und 60 PS. Und der geht schon vorwärts. Wisst ihr was? Vorne halte ich mal kurz an und machen mal 0 auf 80. Ja, hinter mir ist keiner. Aber wir fahren nochmal die Kurve kurz durch und dann halte ich mal kurz an. Und das Ding geht richtig zackig um die Ecke. Ja. Und es ist kein stinkendes Ding von nebenan. Ne? Oder was so die Städte verpestet. Sondern es ist ein wirklich geiles. Also es ist eigentlich ein Motorrad im Rollerform. Ne? Also ich halte mal kurz an. Hinter mir ist keiner. Und los geht's. Zack, Alter. 80. Ja, und das Geile bei den Dingern ist halt, du musst nicht schalten, du musst nicht kuppeln, du hast richtig geilen Windschutz auf dem Teil. Also ich fühle ein bisschen hier und ein bisschen an der Seite hier. Die Scheibe kann man noch runter machen, jetzt hat es 3 Verstellungen. Es gibt das Ding auch als GT zum Beispiel, also mit einer hohen Scheibe, dann habt ihr nochmal Windschutz. Ja. Und bevor Leute halt blöde Kommentare irgendwie schreiben, sollten sich erstmal überlegen, okay, warum fährt jemand einen Roller und anstatt Motorrad? Denn es gibt viele Rollerfahrer, die ehemalige Motorradfahrer sind und einfach keinen Bock haben mehr auf Schalten oder unbequemes Sitzen. Oder die brauchen einfach Stauraum und ein Roller hat einfach Stauraum. Ein Motorrad, da musst du schon eine GS fahren mit den Koffern Seiten und hinten und es ist dann ein riesen Teil. Ne? Das Ding ist noch einigermaßen kompakt, wenn man es vergleicht zu den dicken Bikes. Und lässt sich so easy fahren, ja, wie gesagt, du musst einfach nur zack, ziehst du und los geht's, ne. Wie gesagt, und mit so einem Ding 180 zu fahren ist kein Ding, ist gar kein Problem. Ich bin mit dem jetzt 130 gestern auf der Autobahn gefahren, also laut Tacho, und der ist super stabil, kannst du mit einer Hand fahren, ja, kannst du fahren. No problem, ja. Durchzug zum Überholen, ich weiß nicht, ob wir den jetzt überholen können vorne, den, was ist das, Opel, Scheiße, hab ich vergessen, was es ist.
Und das Ding geht einfach wie Sau. Und Verbrauch 4,5 Liter. Ja, es gibt Autos, die verbrauchen 4,5, aber nur wenn du wie Oma fährst. Und das Ding hat richtig Laune. Ah, Tigra heißt das Ding. Und das Ding macht richtig Laune, ne? Den kannst du richtig, den habe ich geknüppelt, ne? Den habe ich richtig schön durchgezogen, auf der Autobahn immer schön beschleunigt, Zwischensprints und halt so eine Beschleunigungsdinger wie eben gerade. Ja, und das müsst ihr euch mal vor Augen halten, ja? Das Roller sind nicht nur langsam und klein und City-Dinger. Das gibt auch so eine Teile, ja? Schaut euch zum Beispiel, also einmal den BMW C650, gibt es als Sport und als GT. Sport ist der hier, GT ist dann nochmal so ein bisschen tourentauglicher mit hoher Scheibe und ein bisschen mehr Komfort und so. Und, warte mal, können wir? Ja, jetzt zeig mal. Stichbild. Alter, das ist Motorrad-Style. Ja. Also, gibt's einmal den BMW. Dann gibt's von Honda den Integra. Der ist noch mehr Hubraum. Der hat 750 Kubik. Hat aber weniger Leistung. Also der hier hat eigentlich die meiste Leistung. Es gibt von Yamaha den T-Max. Eigentlich so der erfolgreichste Maxi-Scooter der Welt. In Italien und Frankreich fährt fast jeder damit rum. Und das ist auch so ein bisschen, wie heißt das? Das ist auch so ein bisschen nationalitätenmäßig unterteilt. Denn in Deutschland sind die verpönt, die großen Roller. Man wird teilweise gar nicht gegrüßt vom Motorradfahren. Wenn ich mit dem fahre und Leute grüße, grüßen mich manche Motorradfahrer nicht. Wenn ich mit meiner 125er Grom fahre, grüßen mich die Motorradfahrer. Bescheuert eigentlich, aber so ist es halt. Ja. Ja, in Deutschland oder im nördlichen Teil ist das nicht so verbreitet. Fahrt man nach Italien, fahrt man nach Frankreich. Ey, da gibt es die Dinger en masse. Einziger Nachteil von dem Teil ist, oder von den Maxi-Scootern ist, die kosten auch schon sau viel. Und da kriegt man auch ein richtiges Bike dann für sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt viele Motorradfahrer, die jetzt Roller fahren oder weil sie älter geworden sind und einfach keinen Bock mehr haben auf Motorrad, die Bequemlichkeit haben wollen und den Stauraum. Ja, einfach flexibel sein. Ja, weil das Ding, mache ich es auf. Ich kann meinen Helm reinhauen, ich kann meinen Rucksack ist unten drin. Das heißt, ich habe den Rücken frei. Kannst noch einen kleinen Einkauf mit reinhauen. Kannst ja noch eine Box drauf machen. Und dann ist das geil. Ne? Aber ja, viele Leute schnallen das nicht. Diese Maxi-Scooter fangen so um die 11.000 an, gehen so bis 13.000, 14.000 hoch in der Schweiz, in Franken. Und das ist schon viel Geld. Da kriegst du auf jeden Fall schon eine 57er Suzuki GSX-R oder. Ja, eine kleine Ducati oder eine Yamaha R6 und halt diese, ne, Sportsbikes oder MT09. Klar kriegst du das alles dafür. Aber es ist halt wieder ein Bike und wenn Leute einfach keinen Bike mehr wollen oder gar nicht, überhaupt nicht wollen, dann gibt es halt das als Alternative und ich finde das geil. Denn das Ding ist super bequem. Ich bin gestern nach Bern und zurückgefahren von Interlaken. Das sind 65 Kilometer eine Strecke. Und der Sitz ist so bequem auf dem Ding. Ist unglaublich. Aber ich habe genug gelabert. Also, ich sage, Roller ist geil, Maxi-Roller ist mega geil und wenn ihr nicht der Meinung seid, ist es halt so, dann seid ihr noch nie einen Roller gefahren, dann seid ihr noch nie so ein Ding gefahren. Wenn ihr euch einmal hier draufsetzt, dann habt ihr ein Problem, denn ihr wollt sofort einen haben danach, ja. Und wer keinen haben will, der weiß einfach nicht zu schätzen, was ein Roller hergibt. Und ich sage ja nicht, dass Rollerfahren besser ist als Motorradfahren, aber es hat seine Daseinsberechtigung. Und ich fahre so gern, wie ich Roller fahre, fahre ich auch gern Motorrad. Aber Motorrad ist so ein Ding, das fahre ich am Wochenende gerne. Oder wenn ich frei habe, fahre ich die Pässe lang und mache ich Kurvenräumer mit. So ein Teil, das fahre ich jeden Tag zur Arbeit und bequem. Ich kann auch im schlimmsten Fall mit einem Anzug fahren, was man nicht machen sollte. Aber das machen halt die Italiener. Ne? Und ich muss mich nicht umziehen auf Arbeit. Aber ich habe hier richtig geil Wetterschutz, auch wenn es mal ein bisschen regnet, da wird man nicht sofort nass. Das sind alles so Punkte, die halt für einen Roller sprechen. Ja? Also, erstmal überlegen, Leute, und dann. Ne, kommentieren, schreiben. Ansonsten schreibt auch gerne, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, von dem gibt es jetzt noch einen Testbericht, den verlinke ich dann oben. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon fertig ist, welches Video zuerst kommt. Aber ich finde Maxi-Scooter einfach nur mega geil und das Ding marschiert ohne Ende. Jetzt gehen wir noch auf die Autobahn und damit schließe ich dann dieses Video ab. Ja.